Drücke eine beliebige Taste zum Starten. Na, das machen wir doch. Risen 3, Titan Lords. Ja, also, damit herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play. Ja, ich habe mich dazu entschieden, es zu Let's Playen. Ich habe zwar das 2 ja noch gar nicht Let's Played, also Risen 1 findet ihr auf meinem Kanal, aber Risen 2 habe ich ja noch gar nicht Let's Played. Aber ich will jetzt nicht abwarten und ich will euch diese großartige neue Spiel zeigen. Also ich habe 2 Stunden bis jetzt gespielt und bis jetzt bin ich begeistert. Nur musste ich halt, habe ich gemerkt, dass ich die Auflösung was runterstellen musste. Alles andere kann ich, das ist egal. Da kann ich so hoch haben, wie ich will. Da habe ich alles hoch. Aber ich habe es halt mehrere Einstellungen getestet, Grafikeinstellungen. Aber ich muss die auch, ich kann es machen, wie ich will. Ich kann alles niedrig machen, aber die Auflösung, es ruckelt halt trotzdem dann. Naja, aber egal. Genug gequatscht. Wir machen ein neues Spiel. Ich will ja nicht euch da zeigen, wo ich anfange, sondern von Anfang an. Busch. Ja, egal. Also, leg mal los. Hier ein neues Spiel. Oh, wenn du nicht weiter weißt, kannst du dir deine Questziele auf der Karte anzeigen lassen. Ja, der Luxus haben wir im Gothic 2 nicht. Da muss man das selbst finden. Beziehungsweise muss man sich an die Wegbeschreibung von NPCs halten, wenn sie was gesagt haben. Bam, bam. Und automatisch Spielstand. Ja, ja. Ich wusste, dass es schwierig werden würde. Wann war es denn einmal einfach? Wie oft hatte ich schon auf meinen unzähligen Kaperfahrten dem Tod ins Auge gesehen? Aber das, was mir da mit seiner hässlichen Fratze entgegenblickte, überstieg meine kühnsten Vorstellungen. Jetzt gibt es keinen drinnen mehr. Dein Körper gehört mir. Männer, Attacke! Oh, leck, was sind das für fiese Fratzen? Und ein Geist als Captain, das ist ja auch sehr schön. Ui, da ist irgendwas geflogen. Ich dachte, das spießt jetzt auf. Na dann, auf. Wow! Wow, hey! Wie komme ich hier raus? Ich will hier raus. Springen. Ah ja. Oh! Okay. Das sah jetzt sehr komisch aus. Husch. Ausweichen? Okay, zwei nach vorne. Ah ja, Tutorial. Lustig. Jetzt darf ich kämpfen. Was? Parieren erstmal. Darf ich. Und Angriff. Zack. Schlage unmittelbar nach deinem letzten Schlag erneut zu, um beide Angriffe zu einem mächtigen Combo-Angriff miteinander zu verbinden. Ja, das kennt man. Das ist ziemlich gleiche Steuerung wie Risen 2. Naja, wer es gespielt hat, kennt's. Alle anderen werden es sehen. Zack. Bam! Und schöne Finisher. Gibt's jetzt, ich weiß gar nicht. Gab's bei Risen 2 auch schon Finisher? Weiß ich gar nicht mehr so. Schiffskanne. Zweitwaffe benutzen. Ah ja. Boom, ouch! War ein bisschen zu nah. Nein! Au, au! Ein Scherger. Zack. Zack. Bam. Und nochmal schön reingestochen. Schön die Kehle durchgeschlitzt. Und noch mehr Mistvieh hier, ja. Wow! Hat er mich erwischt hier. Schwerer Angriff. Ah, halten. Boom! Ja, toll, hat nur nichts geholfen. Hoppa! Hey! Jetzt reißt aber. Boom! Daneben! Haben wir ja immer noch mit Pistole. Also das ist gleich geblieben. In 2 Jahren. Bam. Yeah. Bam. Stirb doch. Ach, endlich tot. Tja, mehr kriegst du. Au. Zack. Eieiei. Ei. Jetzt ist aber mal gut. Jetzt lass du mich nochmal. Ja. Dann brauchen wir manchmal ganz schön Geduld hier. Ey!
Aha. Ah, endlich. Ach, mein Gott. Kevin. Oh oh. Was ist das für ein Riesenvieh? Schattenwächter. Ach du Scheiße, der macht mich doch down, ey. Ah, ah, ah. Rumheulen, okay. Ja, hier gibt's Seiten zweier. Gibt's. Alter! Oh. Da habe ich ihn erwischt. Sehr schön. Die kenne ich doch noch. Ist auf einmal so leise, der Umgebungsgeräusche. Zack, zack. Was zum Teufel war das jetzt? Ach ja, jetzt noch ein Seeungeheuer. Natürlich. Ein Kraken oder was? Nee, das sieht anders aus. Oh, ein Riesenfisch oder was ist das? So, wir hätten dir zu viel zu essen gegeben. Hä? Wie? Was? Dieser Dreckskerl. Hey! Hey. Schon wieder dieser Albtraum? Es ist immer der gleiche. Der Geisterkapitän? Ja, er verfolgt mich fast jede Nacht. Es ist nur ein Traum. Das wahre Leben wartet Mädchen. Da draußen auf uns. Angelegt! Komm schon, wir sind da. Vor der Krabbenküste? Wie lange habe ich denn geschlafen? Viel zu lange. Schwing dein Hintern aus der Kajüte. Hör zu, ich warte unten am Strand auf dich. Okay, wer war das jetzt? Wird geladen. Laden, laden. Reit für die Insel. Ah ja, guter Titel. Was haben wir denn hier? Ein Thronschlüssel. Ah, bitte deinen Thronschlüssel. Ja, ja. Eigentlich sollte man ja schon wissen, wo man seinen Schlüssel hin macht. Wäre schon praktisch. Ist ja nichts sonst zu nehmen. Ich würde doch irgendwas mitnehmen. Nö, scheint alles nichts zu sein. Oh, man kann ja sprinten, stimmt ja. Das habe ich jetzt intuitiv gemacht. Deine Truhe. Ah ja. Gucken wir mal. Was haben wir da drin? Stahlbarts Klinge. Ah ja. Die legendäre Klinge von Captain Stahlbart. Den kennt man auch aus dem Zweier. Zumindest ich. Ich weiß nicht, ob ihr es zwei gespielt habt. Inventar öffnen. Ja, mach ich. Richte dich aus. Gehe dazu auf rechte Hand und wähle Waffe aus. Danach auf Körper, um deine Rüstung anzulegen. Rechte Hand. Schadwärts Klinge. Okay. Linke Hand kann man da auch. Das. Ja, die Duellpistole. Körper, haben wir da schon was? Ja. Dreispitz. Gibt's kugelsicher und klingensicher. Jeweils drei. Dann hier guter Mantel. Okay, sonst noch. Oh, die Beine sind schon dran. Ja. Okay, die muss ich nicht. Hab ich. Ohrring habe ich nicht. Ne. Weg. Amulett. Ne. Ring. Auch nix. Alles klar. Ja, öffnen brauche ich nicht mehr. Oh, gleich wieder laden. Krabbenküste gefunden. Oh, schön, Papageien. Da ist auch ein Hammer, so eine schöne Krabbe. Bisschen groß geraten. Das sind halt keine normalen Krabben. Ach, ich bin ja schon gleich am Strand. Wenn wir den größten Schatz, den die Südsee je gesehen hat, heben wollen, müssen wir den alten Tempel finden. Laut der Karte liegt der Tempel im Hinterland. Wir müssen dem Weg dorthin folgen. Komm schon, Brüderchen, bald sind wir reich. Neuer Rang, Kapitän. Oh, nice. Was, Brüderchen? Ja, wir spielen ja in dem Teil ein anderer Held als in den ersten zwei Russen. Und wir sind anscheinend jetzt der Bruder von Patty. Und das scheint die gleiche Patty wie aus Mainz und 2 zu sein. Nur die hat sich irgendwie schon wieder verändert. Und die Roboweite ist irgendwie gewachsen. Ja, die Brust ist irgendwie größer als sonst. Ah, schön, schön. Wo müssen wir jetzt hin? Ich gucke mal mich mal um.
Schöner Strand, muss man schon sagen. Wo willst du hin? Wir müssen dem Weg ins Hinterland folgen. Ja, ich weiß nicht, wo es ins Hinterland geht. Erstmal hier das Sandteufel besiegen. Bam! Nur noch Zeit! Wie gesagt. Na, ganz gefällt es mir dann doch nicht. Wow! Ich ändere doch nochmal. Machen wir mal hier Ultra runter. Hoch ist ja immer noch gut. Waffe ziehen. Wow. Ja, da ist. Ich meine, das war im 2 noch anders mit Waffe ziehen. Da war es noch auf 1 oder war das nur im 1er? Zumindest will ich immer mit Taste 1 die Waffe ziehen und nicht mit der mittleren Maustaste, mit dem Rädchen. Schildkröte, kann man die auch abschlachten? Ja. Oh. Gib ihm Fleisch. Als unschuldige Tier habe ich jetzt abgeschlachtet. Oh mein Gott, ich bin Mörder. Ja, während der Tiere darf man ja wohl schlachten. Oh, Krabbe, Krabbe, Krabbe. Ein schwerer Angriff, zack. Oh, haben wir gleich auf den Rücken gelegt, zack. Aber eins muss ich sagen, der Kampf ist... Wir sind schon viel zu weit gegangen. Wir müssen wieder zurück. Weißt du überhaupt noch, wo wir hier sind? Keine Ahnung. Oder, komm, hier ist das Vertrauen. Vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Na schön. Aber wenn du zurück willst, dann sag mir einfach Bescheid, okay? Ja, ja. Oh, kann man da auch noch was nehmen? Eine Muschel hat er bei sich gehabt, okay. Warum auch immer eine Krabbe eine Muschel bei sich hat. Noch eine. Da kann man ja Perlen rauspulen, die man besser verkaufen kann. Ach, noch eine Krabbe. Schön. Zack. Ey! Das wird diesmal nicht so gut geklappt. Zack! Und liegt schon wieder auf dem Rücken. Leichtes Opfer dann. Und weg ist. Oh, ich merke gerade. Ich muss mal Proviant. Benutzbares ist drin da. Hier gibt's ja. Das ist auch anders im 1er. Ich rede halt, weil ich 1er noch nicht Let's Play habe. Aber vielleicht. Ja, wie gesagt. Hier gibt's nur Proviant. Haben sie alles zusammengefasst, die Nahrung. Im 1er war es ja noch so. Dass alles extra aufgeführt war: Fleisch und so. Kann man gut finden, schlecht finden. Ja, ist vereinfacht halt. Ist nicht mehr so hardcore. Mehr softcore. Ja, hier scheint nichts mehr zu sein. Kann man ja die Karte hier auch gucken auf M. Schön, schön. Oh ja. Naja, hier geht's nicht weiter. Wir müssen Richtung Norden. Ach, hier oben mal noch gucken. Gucken, gucken. Hier ist aber nichts. Zack. Du dum dum. Aber wie der Zweier endet, beginnt der Dreier. Als Pirat. Zack. Hier geht's nicht weiter. Geh ich runter. Okay. Ah, speichert wieder. Sehr schön. Noch eine Markibeere und wird als Proviant abgestempelt. Oh, da haben wir noch Ratten. Was sind das für hässliche Viecher? Riesenratte. Die haben sich aber verändert seit Gothic. Ah, da gab es ja auch schon Riesenratten. Zack. Zack. Hat richtig weh. Ja, ihm schon, mir nicht. Und noch mehr rohes Fleisch. Ja. Da haben wir noch einen Goldsack. Was? Krabbenstecher. Rohes Fleisch. Ah, rohes Fleisch wird noch nicht probiert. Das müssen wir erst braten, dass es probiert wird. Ich gucke aber gerade mal. Da haben wir ein Schwert gefunden. Wie gut ist das denn? Stichwaffen plus 5. Das hat Schwert plus 5. Das hat aber deutlich mehr Schaden. 40 bis 60, das hat gerade mal 15 bis 30. Dum, dum. Wow, was passiert jetzt? Ui, schöne alte Ruinen. Oh, Kapitel 1, der alte Tempel. Da ist der alte Tempel, ich wusste es. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg zu ihm finden. Finden wir schon. Was haben wir da für Vögel? Scavenger! Was? Seit wann gibt's hier wieder Scavenger? Ja, das ist neu.
Seit nach dem Zweier haben sie ja wieder... Sieh mal, dort drüben scheint etwas zu sein. Und du fällst mir einfach hier ins Wort, Patty. Was soll das? Sieht fast so aus, als läge dort ein toter Pirat. Wie ich mir schon dachte. Wir sind nicht die Einzigen, die den alten Tempel suchen. Du solltest besser mal nachsehen. Vielleicht hat er etwas Nützliches bei sich. Ja, Schneckchen. Ich guck mal. Scavenger. Oh, Hühnerbollen. Ich gehe ja gucken. Aber der hat... Ja, seit nach Gothic 2 irgendwann haben sie ja die Gothic-Rechte zurückgekriegt. Und seitdem dürfen sie halt auch wieder Namen da verwenden. Vorher war ja alles geschützt, ja. Markiere einen Quest auf deiner Karte, indem sie auswählt und danach auf der Karte markieren willst. Ja. Ah, hier unten. Auf E. Schatz eines toten Piraten. Und jetzt kann man sich die Karte gucken. Ist markiert. Da unten. Alles klar. Ah, wunderbar. Der Kerl hatte eine Schatzkarte dabei. Schau doch mal auf der Karte nach, wo er seinen Kram verbuddelt hat. Er liegt noch nicht lange da. Schätzchen, ich möchte wetten, sein Schatz ist hier irgendwo im Dschungel. Ja, Schätzchen. Ja, ja. Irgendwo im Dschungel. Ist eigentlich hier noch was? Oh, was? Alligator! Ah! Hilfe! Ach du Scheiße! Zack, zack! Und zack! Gleich haben wir's down! Bam! 200 rum. Ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind. Wir müssen dem Weg rauf in den Dschungel weiter folgen. Die ist auch immer nur am Meckern. Ich will mich doch hier umsehen. Lass mich doch. So. Und was immer noch so ist, Proviant, wenn man es isst, kriegt man nicht sofort das Leben zurück, sondern erst nach und nach, wenn man es verdaut, sozusagen. Nur Rum, die als Heiltränke jetzt fungieren. Es gibt keine Heiltränke mehr, nur noch Rum und Grog. Die geben Leben. Ja, wir besaufen uns und übertönen damit den Schmerz. Und damit geht's uns gleich besser. Ja, ein bisschen an Haaren herbeigezogen, aber ich find's lustig. Wer war das? Was war das? Mir war so, als wenn dort gerade noch... Ja, da war wieder der Geist. Und hier scheint's ganz schön noch zu rumsen. Warum auch immer. Oh, was ist das für ein Vieh? Sei vorsichtig. Dieser Fleischfresser sieht gefährlich aus. Ja, das tut er. Und er kommt gleich auf uns zu. Drachensnapper. What the fuck? Gleich am Anfang Drachensnapper. Das waren mit die stärksten Viecher in Gothic. Aber hier scheint er ja nicht so stark zu sein. Ja, den packen wir. Nice. Und eine Zunge erhalten. Lecker. Zunge rausgeschnitten. Das ist super. Ah, wir gehen jetzt aber mal zum Schatz erst. Ah, Fliege. Hau ab. Guck mal erst die Fliege an. Was? Den Schatz. Ja, so bringe ich mich selbst durcheinander. Eine Schaufel. Hier hat jemand etwas vergraben. Aber wo genau? Es ist sehr auffällig markiert. Ah, frage ich mich gerade mal, wenn wir jetzt das wegmachen, die Markierung, ob die immer noch da ist. Tatsächlich. Ja, wird nicht mehr auf der Karte angezeigt, aber sehr auffällig hier auf dem Boden. Also, wo wird es wohl vergraben sein? Naja. Ey. Wusch. Ach Gott. Die ersten 20 Minuten haben wir schon gleich. Jetzt sieh nach, was drin ist. Zack, gehen wir mal gucken. Gold. Wow, und auch nicht zu wenig. 1800. Zack, großartig. Ja, finde ich auch. Das war noch lange nicht alles, was es hier zu holen gibt. Meinst du? Du glaubst wirklich, dass dort oben im alten Tempel ein großer Schatz verborgen liegt, oder? Wart's nur ab. Bald werden wir im Gold schwimmen. Ja, ja, als Pirat erstmal mal hinter Gold her. Goldclaim. Hm, blöd. Die erste Folge ist jetzt eigentlich schon fast rum. Ich würde es ja länger machen, nur ich weiß nicht, wie groß die Datei wird, weil bei jedem Spiel, es kommt ja immer aufs Spiel an und auf die Grafik. Und was man in dem Part macht, weiß ich nicht, wie groß der Part wird. Naja, ich habe jetzt geringere Auflösung, weil es einfach, egal wie niedrig die anderen Grafikeinstellungen waren, egal wie niedrig, hat es geruckelt. Und mit 16:9, da konnte ich auch
kann ich auch gut auf hohen Einstellungen spielen. Aber, finde ich, sieht immer noch gut aus. Es hat nicht mehr ganz so hohe Auflösung, aber was soll's. Ist immer noch 16:9. Na dann, ich mache trotzdem mal Schluss hier, um mal zu gucken, wie groß der erste Part jetzt wird. Mit geringerer Auflösung und so. Werde ich jetzt gucken. Naja, nächsten Part, dann gucken wir mal, ob es hier noch mehr zu holen gibt an der Kroppenküste. Und mit dem schönen Anblick hier lasse ich euch alleine. Also macht's gut. Wir sehen uns. Tschüss.